versuche in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Zeichnungen zu machen, egal wenn mal etwas nicht so gut gelingt, wie du es dir vorstellst, dann beginnst du einfach wieder neu. Wichtig ist, dass du einfach Übung bekommst und vor allem eben möglichst schnell wirst. Ich verwende übrigens am liebsten diese Stifte da von Neuland, aber selbstverständlich kannst du auch mit beliebigen anderen Filzstiften oder sogar Kugelschreiber arbeiten. Das kommt nicht darauf an. Zum Üben ist natürlich auch ein Tablet sehr gut geeignet. Hier nutze ich jetzt das Smartphone als Vorlage und ich benutze normalerweise die App Taiyasui Sketches. Hier gibt es eine Gratis-Version für Schulen. Ich persönlich nutze die kostenpflichtige, die noch mehr Funktionen hat wie Ebenen. Aber du siehst, hier hat es zum Beispiel den Vorteil, dass wenn ich irgendetwas falsch mache, dann kann ich einfach einen Schritt zurückgehen und nochmals probieren. Also so zum Üben ist es optimal geeignet. Auch für Schattierungen habe ich da wirklich tolle Werkzeuge, mit denen ich experimentieren kann.